mach direkt weiter, würde ich sagen. Die Hauptmission. Komm ja eh nicht drum herum. Wissen wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Ja. Der war die ganze Zeit unter uns. Oh, das ist so zum Kotzen. Das ist das Bitterste. Hat sich alles mit angehört. Hallo, Klaus. Ja. Meister Kratos, junger Meister Atreus, ich bin so erleichtert, euch wohlbehalten zu sehen. Mein unendliches, aufrichtiges Beileid. Mir fehlen die Worte. Ich bin bestürzt über das, was Meister Brock widerfahren ist, dass so etwas ausgerechnet in meinem Haus seinen Lauf nehmen musste. Ich bin angewidert und bedauere das zutiefst. Geht es Meister Sindri gut? Nein, aber er ist sicher. Er ist nach Midgard zurückgekehrt. Verstehe. Ich kann mir nur vorstellen, welchen Kummer er empfinden muss. Bitte gebt auf euch beide Acht. Bis zu unserer nächsten Begegnung. Wenn es die noch gibt. Merk schon, Klaus. Du bist's. Bist du dabei? Hm. Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für alle Mal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gjallarhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherja wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Mhm. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatöskr gab uns inzwischen dies. Was ist das für ein Ei? Oh, die Musik. Drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hm. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Er hat eine Statue, stimmt. Ja, ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Niflheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri. Ach, Sindri. Bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. Ja, auch nicht mehr seine Handschuhe einfach so trägt. Viel Glück uns allen. Ja, können wir gut gebrauchen. Du Heilige. Auf nach Muspelheim, den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Muspelheim. Nein. Hey, ich hab was, das du verloren hast. Ach, sieh mal. Hallo. Ich wollte nur, dass ihr wisst, falls ihr irgendetwas braucht, dann bin ich da. Entweder hier oder in Brocks und Sindris alten Läden.
Ich weiß, wir fühlen uns heute alle ziemlich zerrissen. Aber ich brauche die Beschäftigung. Also hilft mir doch jemand mit meinen Waffen. Ja, Gott sei Dank. Auf nach Muspelheim. Brennende Klippen. Du weißt, wo wir Sutra finden. Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutur finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Was? Also die verbinden sich und dann kriegen sie einfach ein scheiß Baby, was die ganze Welt zerstört. Alles klar. Ja, Kinder sind schrecklich. Das Entschuldigung. Ja. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reiswelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Yep. Und würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey, sind wir beide ganz allein? Ich glaube, ich sehe da hinten Sutur Schmiede. Na, das wird ja ein freudiges Fest. Ausgerechnet hier auch noch mit diesem ganzen Scheiß Feuer und Lava. Naja, dann. Sutus Frau. Wo ist sie? In Nivelheim. Glaube ich. So ging das. Ich habe keine Ahnung mehr. Können wir vielleicht die Schmiede sehen. Dü. Ich habe einen Raben gehört. Achtung! Schauber! Ob sie ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege ging, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Ich
Göttliche Asche. Sehr gut, dann kann ich ihn endlich wieder ein bisschen verbessern. Piu, 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 piu. Werbung. Wieso ist Shrek kein Sub? Drecksack. Der verschenkt immer an alle anderen einen Sub, ne? Hat selber keinen. Ist für mich immer sehr kurios. Dort, da drüben. So, kein Bock auf morgen, dachte meine Eltern gehen weg und jetzt bleiben sie da zu Hause. Zu uns kommen Leute. Das heißt, es wird wieder sehr laut. Anzeigefehler. Nee. Trey, danke für dein Prime Gaming im 8 Monat. Doofe Werbung immer. Viele Gegner. War das nicht die Stelle mit Tor hier? Aber ja. Oh. Was liebt an dir? Sei vorsichtig! Ja, ich merke schon. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie die Steuerung geht. Das war zu nah. Das war hier letztes Mal etwas. Es wäre eine Schmiede außer. Das ist so ein Eichhörnchen, oder? Nee. Doch nicht. Eine Feuerratte. Ach, alles das Gleiche. Excuse me? Ja. Hast du mich gerade Ratte genannt? Nee, du hast ein Buschelschwänzchen. Der nicht. Hab ich doch. Ja. So schön hier entlang an dem Magma. Ein Träumchen. Wir müssen auf Sutur gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen. Naja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Ja. Er ist aber auch buschig.
müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Ulke. Jetzt muss ich die Scheiße hier auch wieder lernen, warte mal. Vielleicht geht das von hier aus. Hier ist die Kiste. Nummer 1. Das ist der zweite und da ist sogar der dritte. Ach du Scheiße. Okay. Wie ist das denn jetzt? Wir sind ja nebeneinander. Wie kacke ist das denn? Oika. Keine Ahnung, wie ich jetzt... Ich komme ja nicht weiter, ne? Das ist ja ätzend. Ich komme auch nicht hier hoch. Und da komme ich wieder nicht ran. Okay. Na bitte. Meine Fresse. Chance.
Das ist unsere Chance! Eine seiner Ruhmquellen muss versteckt sein. Die Säulen sehen schwach aus. Vielleicht ist dort eine Quelle. Endlich! Können wir ihm den Rest geben? Gute Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. Ich nicht, war voll einfach. Ha! Suchen wir Sutra. Ja, die sind wirklich nervig. Umso besser, dass der schnell erledigt war. Durch das kaputte Tor. Wir müssen nah sein. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Das wird ja lustig. Hallo, Sutur? Entweder ist er das nicht oder er ignoriert uns. Komm. Kannst du Babys machen, die uns in den Krieg helfen können? Danke. Das fände ich echt nett. Bitte erschaffe Monster. Kakrabe. Hör den doch. Er ist irgendwo da drinnen. Aber ich kann da wahrscheinlich noch nicht hin. Der Aufgabe hier. Hallo. Hallo. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Seelenfresser. Was ist passiert? Okay. Hey, das war nicht. Erst kümmern wir uns hier um. Der hat irgendwie keinen Bock auf uns. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Noch einer? Achtung! Er ist der Wächter dieser Welt. Es ist sein Recht, sie zu verteidigen. Ist schon unangenehm, dass es jetzt zwei jetzt sind. Oike. Okay.
Rechte Seite, Achtung! Das ist nervig. Pass auf, linke Seite! Schön, was zu hören. Wie du schon sagtest, wir brauchen ihn. Segen des Zorns. Die Angriffs- und Beendigungskosten von Spartas Rage-Zorn sind stark reduziert. Durch die Heilung ist während des Zorns reduziert. Puh. Das ist halt, ja. Ich helfe euch nicht. Wer bist du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Erklär mir das. Wir sterben. Klar. Weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shinmara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen.
Was denn? Stoß die hier rein. Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie da raushalten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher? Was habe ich zu verlieren? Ihr habt den Tick. Nicht hier. Folgt mir. Was passiert hier? Kratos direkt so bereit, ihn ins Herz zu stechen. Wo gehen wir hin? Zum Bösen. Und das ist der Ort, wo Nibelheim und Muspelheim aufeinander treffen, an dem die ersten Welten entstanden. Ihr werdet da nicht durchkommen. Geil, okay, so eine Fähigkeit hätte ich auch gerne. Suter? Jetzt schwebt er einfach ich weg. Ich bin's noch. Besser als laufen. Wow, faule Sau. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protogonos-Dinge. Damit und mit deinen Klingen und meinem Herz wird alles gut. Ich werde groß. Dinge zahlen. Wird dir gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber wirst du oder das künftige Du wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja? Ja? Dann ist alles gut. Bin ich so sicher, weil es gut ist, aber okay. Wir haben ja eh keine Wahl, also. Boah. Hier ist er. Der Weltenfunken. Das ist boah. Wunderschön. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denkt er, dass wir Suther suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Ja, das sieht schon geil aus. Ja, wir spielen Odin jetzt halt wirklich in den Karten. Das haben halt wirklich keine Wahl. Oh, das sieht so krass aus. Hattet ihr es nicht furchtbar eilig? Ja, ich brauche aber noch Leben. Was nicht mehr viel ausmacht, weil die Dinger heilen mich kaum noch. Aber ist das jetzt, während des Zorns reduziert. Okay, ich dachte, es ist jetzt allgemeine Heilung betroffen. Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben heißt manchmal den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Suther, reicht es dich, mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Okay.
Das Coole ist, jetzt gibt es den Fotomodus, ne? Boah, Alter. Alter, okay, das sieht krass aus. Richtig cool aus hier. Kannst du einfach so als Poster machen. Das ist sehr weird. Ja, das ist sehr, oh mein Gott, das ist ja richtig weird. Das passt eher zu ihm. Aber so lächeln und einen Kussmund machen, uff. Ach du Scheiße. Gib Bussi. Oh wow. Er sollte lieber so gucken. Es ist vielleicht besser. Oh, das sieht schon geil aus. Äh.